Wo ist er? Ja, der hat uns gleich... Oh, das war knapp. So, jetzt können wir weitermachen. So, dann sind wir auf der Seite auch fertig. Dann hier noch. Wie weit geht denn das? Bis hierhin, ne? Dann hier noch. Ja, da fehlen nur noch ein wenig, ne? Ein paar Slips. So. Ja, zwei Slips fehlen, genau. So, dann baue ich mal hier die Ziegelsteine wieder ab, schon mal. Wieder mal. Und gegen zwei habe ich keine Chance. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Jetzt kann die da oben verbrennen. So, haben wir Sticks? Ja, haben wir... Nee, haben wir nicht. Hä? Doch, haben wir. Kobbel. So. Axt. So. So, das war Nummer 1. Und wo ist der Nummer 2? Das war Nummer 2. So. So, dann muss das hier weg. Vielleicht sollte ich mal jetzt wieder nach den Schafen schauen, ne? So, ich mache aber noch das hier weg. So, und dann schaue ich mal kurz eben nach neuen Prophezeiungen. Nach und nach ändern sich, also 2262, nach und nach ändern sich die Umlaufbahn der Planeten in unserem Sonnensystem. Dem Mars droht ein Kometeneinschlag. So ein Kometeneinschlag ist auch sehr, sehr schlimm. So ein Kometeneinschlag hat damals... Früher die ganzen Dinosaurier ausgerottet. Ich
glaube, wenn ich das noch richtig weiß, war das ja irgendwie so, dass ein Komet auf die Erde einprallte und dann das ganze Staub hier, ne? Allein von dem Kometeneinschlag, ne? Starben halt, keine Ahnung, Tausende, Millionen von Dinosauriern. Aber der Kometeneinschlag war halt so groß, dass auch den ganzen Staub auf der Erde in die Atmosphäre hier, ne, aufwirbelte. Das heißt, ja, was heißt, hieß das denn? Es gab, also dadurch starben halt die Dinosaurier nach und nach. Wahrscheinlich konnten die dann nicht mehr einatmen wegen hier. In einigen Regionen, zum Beispiel hier wie zum Beispiel Stuttgart und ich glaube, ich habe nur von Stuttgart gehört, ne? Dieser Feinstaubalarm. Der Feinstaubalarm, wenn das in die Lunge kommt, dann ist man praktisch vergiftet. Und ich glaube, so kann man sich das ungefähr vorstellen damals, als das ganze Staub durch den Kometeneinschlag aufgewirbelt wurde. So. Okay, das mache ich auch noch weg. Auch noch weg, oder? Ich mache vorher eine Treppe dran. So, Treppe. So. Das kommt dann weg. Ich schaue mal kurz nach den Schafen. Immer schön in Abständen Wolle. Ach, Kohle bräuchte ich auch. Habe ich keinen Kohl mitgenommen? Ich meine, ich hätte 32 mitgenommen. An. Doch. Achso, nee, 32 Steine waren das. Also 32 waren da drin. Ich habe aber keine Kohle mitgenommen. Hä, doch. Achso, das ist schon fertig. Egal, zack. So. Dann alles hier verkleiden. Und damit ist es fertig. Vielleicht noch ein Schild, ne? Ja gut, dann die Schafe. Okay, das sieht wieder nach einer Menge Wolle aus. Und zack. So. Noch ein Babyschaf und dann hier, zack. So, dann Knochenmehl. Ja, dann hier noch vielleicht. So. Wir haben 56 Wolle. Boah. Na, geht da durch. So.
glaube, das war's. Oder auch nicht. So. Ich glaube, jetzt war es das. Wo ist denn? Nächster. Da ist wieder Wolle nachgewachsen, aber ich warte bis mehrere, ne? So komme ich da nicht weg. Dann... Boah, 64er Stack schon. So, dann... pflanze ich hier mal wieder Sprucewood. So, hier. Okay, der ist noch im Wachsen. Da unten noch. So, dann noch den Boden hier wieder. Okay. Dann ist der Boden fast auch wieder verkleidet. So. Okay, das war das. So, dann nochmal den Ziegelstein. Habe ich eine Spitzhacke? Ja, habe ich. So. So, haben wir Birkenholz, ja, das haben wir. So, zack. Dann Birken. Boah, das ist wieder ein großer Baum. Dann hier nochmal. So, dann haben wir die Türen dabei, ja. Diese Türen. So. Dann fäll ich mal den Baum hier. Ja, dann müssen wir warten, ne? Erde und dann, ich kann aber schon mal die Wolle verbauen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. So. Ich muss zuerst Cherry, Oak, Spruce. Warte mal, haben wir noch Slabs und Treppen?
glaube, die Bricks brauchen wir nicht mehr. So. Ja, wir haben noch Saplings. So. Okay, wir brauchen dann... Das lassen wir hinten hin, ne? Es dauert noch, bis wir die verwenden können. Okay, ja, das kommt cool. Saplings auch, kann auch rein. Hier das und das. Den Bogen, ja komm, kann auch rein. So, dann Boosters und Slabs. Okay, Glas bräuchten wir auch. 13 Glas. So. Da muss ich mal kurz schauen. So jedenfalls nicht. So. Dann muss ich hier kurz die Balken einbauen. Hier drauf kommt dann Wolle. So, auch am besten 4 hoch. So. Ich glaube, ich mach 2 Stockwerke und dann, also Obergeschosse plus Dach. So. So. Okay, ich glaube, das sollte ich freilassen. Wegen den Balken, ne? Ja. Okay, müssen wir noch die Balken einbauen. Dann, wie sieht das von unten aus? Ja, es geht, glaube ich. Ja, das geht.